Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBA 2K21 My League mit den Houston Rockets. In der letzten Folge, ja, ich sehe das hier leider noch, haben wir ja nicht das Ziel erreicht, nicht zweimal in einer Folge gegen die Lakers zu verlieren. Am Ende LeBron James hier uns mit 40 Punkten abgeschossen. Davor im Spiel AD mit 30 Punkten. Also sollte nicht so richtig sein da in der letzten Folge. Wir haben noch Kevin Durants Minuten ein bisschen hochgeschraubt. Ansonsten. Ja, ist nicht viel Neues los. Ihr seht, es sind noch 2, 4, 6, 8, 9 Spiele bis zu den Playoffs. Also, es geht so langsam in die heiße Phase. Mal gucken. Hey, wir fangen gerade irgendwie ein bisschen an zu strugglen, kann das sein? Also, es lief schon mal besser. 8 Punkte Rückstand hier, 3 Minuten vor Schluss. Wir gehen mal rein. Und schau mal, also das kann ja gerade nicht sein hier. Also zwischendurch in der Saison konnten wir simulieren, wie wir wollen, haben alles gewonnen. Und jetzt hier mit Blick auf die Playoffs, gefühlt, wir haben ja ein super Team. Also mal im Ernst, wir haben ein richtig starkes Team. Und die Simulation struggelt so ein bisschen. KD wieder nur mit 16 Punkten, ist auch ein bisschen am Schwächeln. Verstehe ich nicht ganz, um ehrlich zu sein. Obama mit 11 und 11, muss gegen Porter verteidigen. Jaden Hardy gegen Melodin. John Wall gegen Ja Morant und Morant scores. Na, tough. 10 Punkte Vorsprung für die Memphis Grizzlies. Dadurch jetzt. John Wall, ja, den wollen wir hier nicht mit dem freien Dreier. Muss nochmal abbrechen. Kevin Durant kriegt das Foul zumindest. Beide Teams sogar auch einen Bonus hier. Aber ich meine, das war ja ohnehin ein Wurffoul. KD macht den ersten. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen auch defensiv ranhalten, wenn wir hier noch rankommen wollen. Gerade Ja Morant wird da natürlich nicht ganz einfach zu handeln sein. Oh, John Wall mit dem ganz wichtigen Steal. Ah, kriegt nicht das Endrun. Aber Ja Morant ausgefoult. Oha, oha. Das ist sehr stark von John Wall. Komischer Kamerawinkel beim Freiwurf da gerade, aber egal. John Wall macht beide und mit 4 Freiwürfen kommen wir ran. Nicht schön, aber am Ende zählen die Punkte und vor allem, dass Ja Morant ausgefoult ist, sehr wichtig. Und John Wall, also hier direkt mal mit sehr gutem Impact. Griffin Junior macht den Dreier zum Glück nicht. Und Hardy in Transition nimmt Christian Woodman, der nimmt KD mit. Das ist sehr schön gespielt und auf einmal sind wir auf 4 dran. Schöne Transition Defense. Christian Wood. Und John Wall hier in der Pick and Roll Defense gefragt. Und Christian Wood Panther. Es ist doch nicht so schwierig, einfach mit dem Wallman mitzugehen. Jaren Jackson Jr. mit 32 Punkten hier gegen uns. KD. Okay, die hat hier jetzt ein bisschen Platz. Macht den nicht, aber Christian Wood, ganz wichtig mit dem Putback. Hat da eine gute Position und kann den da sehr unbegrenzt reinmachen. Nicht gut. Nicht gutes Ausboxen da von den Grizzlies. Aber die Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Christian Wood soll da jetzt mal aufpassen, Junge! Christian Wood! Mann, kriegt da nicht Jaren Jackson Jr. im Griff? Ich glaub's nicht. Triple J macht uns da gerade dicke Probleme. Ball geht in die Ecke jetzt mal zu Jaden Hardy. Er muss nochmal abbrechen. Ball geht wieder zu Hardy. Wall. Ja, mit dem 3 habe ich ein bisschen Angst bei dem, nämlich über den Drive. Perfektes Timing. Und jetzt brauchen wir natürlich Defense. Stark von Wall. 78% Field Goal Percentage hier heute bisher. Und let's go! John Wall mit dem Block. Oh mein Gott, den wollte ich eigentlich nicht als Midranger nehmen. Shit, ich wollte zum Korb ziehen. Mit Hardy da. Klappt überhaupt nicht. Und Mobamba mit dem nächsten Block. Let's go, Männer. Und in Transition. Mobamba mit den Punkten. Schön bedient von Jaden Hardy. Aber ich glaube, wir müssen jetzt schon foulen, oder nicht? Und, ah, ne, waren noch 19 Sekunden. Das heißt, wenn wir es gut verteidigen, hätten wir noch mehr als Zeit. Wir müssen aufpassen. Die Grizzlies sind schon im Bonus. Oh, Mann, worst case and one für die Grizzlies hier. Ich glaube es nicht.
Ah, und er macht auch noch den Freiwurf rein. Ja, wir müssen die Timeout nehmen. Können jetzt hier versuchen, noch mal ranzukommen. Aber wird wieder schwierig. Holy shit, gegen die Grizzlies hier haben wir wieder solche Struggle. Also ich check das echt nicht, warum wir am Ende hier so am Struggeln sind. Aber naja. Wir bringen Duncan Robinson rein und Jaden Hardy kommt hier eins, weil wir brauchen jetzt einen Dreier, ist klar. Und den soll Hardy oder Robinson nehmen. Bester Spieler Jaren Jackson. Oh, Junge, das überfordert mich gerade schon wieder der Name hier. Duncan Robinson. Nimmt den Dreier, kriegt ihn nicht rein. Ah, come on, come on. Wir simulieren. Verlieren gegen die Grizzlies. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Gefällt mir jetzt erstmal auf jeden Fall nicht. Aber naja. So, damit hätten wir das. Und ja, müssen wir überlegen. Grizzlies haben 6 in Folge gewonnen und wir haben 2 in Folge verloren. Mal gucken, wie es weiterläuft. 2, 4, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele noch. Ja, ich hatte euch gerade schon vorher gezählt. Vorher waren es 9, jetzt haben wir 1 gemacht, sind noch 8. Macht Sinn. Ja, gegen Timberwolves scheint es mal wieder besser zu laufen. Erstes Viertel dominieren wir auf jeden Fall. Ja, naja, doch, das sieht doch schon wieder deutlich besser aus. Ja, KD geht auch mal wieder ab. Das brauchen wir auch von ihm. Also, da bin ich echt gespannt auf die Playoffs. Am Anfang KD mal sehr zuverlässig gescored. Hier die letzten Spiele so ein bisschen Feder lassen. Ich meine, er wird wahrscheinlich noch. Er hat natürlich 28,3 Punkte pro Spiel. Moral aus dem Häuschen. Ja, aber der ist vom Gefühl her nicht so konstant hier gerade die letzten Spiele gewesen. Also wenn wir da am Ende reingegangen sind, waren so mal ein paar Spiele dabei, wo er noch ein bisschen Probleme hatte. Come on, nicht gegen die Pistons. Not like that gegen die Pistons. Blowout-Niederlage. Blowout-Niederlage gegen die Pistons. Das kann man mir doch nicht erzählen. Spielen wir keine Defense? 155 Punkte kassiert? Von Mojave King, Isaiah Stewart, ein 34-jähriger Blake Griffin. Ja, Killian Hayes ist nice, keine Frage. Claxton auch wild. Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Reunited hier. Aber come on, 155 Punkte kassieren wir gegen die Pistons. I don't know. Also, wir kommen gerade irgendwie in keinen guten Rhythmus vor den Playoffs. Woran scheitert's denn? Die Pistons treffen 59% Dreier. Uiuiui. Okay. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was kann man da machen? Können unseren defensiven Fokus legen. Würfe von der Dreierlinie begrenzen. Zone sichern oder keine Vorliebe. Spielen mal, sollen wir mal körperliche Defense spielen? Und mal gucken, was damit funktioniert. Machen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie sieht es mit den Rebounds aus? Letztens hatten auf jeden Fall die Gegner auch ein paar zu viele Rebounds. Ja, diesmal hatten wir aber sogar relativ viele Offensiv-Rebounds. Warum auch immer hatten wir super wenig Defensiv-Rebounds. Ja, wahrscheinlich, weil die Pisten so viel getroffen haben einfach. Ja, wobei, ich meine, jetzt so viele Rebounds lassen wir ja nicht zu offensiv. Ja, hier waren sogar nur. Ah, ne, okay, es waren 13. Ich dachte, es waren 4, aber das waren natürlich unsere. Ja, ich weiß nicht. Was sollen wir da jetzt groß ändern, ne? Was sollen wir da jetzt groß ändern? Ja, ich glaube, wir spielen mal eine schnellere Offense. Ich meine, Wurf nach Belieben klingt immer ein bisschen krass, aber im Prinzip heißt das ja nur, dass man schneller spielt. Wir gucken mal, wie es damit läuft gegen die Blazers. Und sonst ändern wir die Sachen wieder zurück, ein bisschen körperlicher, ein bisschen schnellere Offense. Und mal gucken, was damit läuft. Aber vom Gefühle, ich will jetzt nicht sagen Coach of the Year.
Aber ich glaube, das war keine schlechte Anpassung. Jedes Viertel gewonnen, am Ende 130-102 Blowout-Sieg gegen Miles Bridges und Aaron Gordon bei den Blazers. Der will natürlich auch noch im Start. Auch kein schlechtes Team. Aber diesmal KD 31 Punkte, Richardson mit 27 Punkten. Okay, ein bisschen random. Hardy. Caruso macht 9 Punkte. Franz Wagner nur 4, Christian Wood nur 4. Duncan Robinson kriegt auch kaum Touches, ne? Ich würde eigentlich gerne mal regelmäßig auf vielen Dreiern sehen. Duncan Robinson, was Avil Stern Punkten, gefühlt 3 oder so. Guck mal. Ja, 7,6 Punkte. Trifft halt den Dreier eigentlich echt gut. Also ich würde den echt gerne mit mehr Touches, den mit mehr Dreiern. Franz Wagner, Scharfschütze, okay. Nee, also Robinson kriegt mir da irgendwie ein bisschen zu wenig Touches, aber was soll man machen? Lotterie Gewinnchancen. Sind die Utah Jazz hier auf 1? Okay, sehr wild. Ist sind echt jetzt nicht ganz so. Wir trotzdem hier noch Platz 1 im Westen. Stand jetzt gegen die Denver Nuggets. Wie gesagt, ich hätte kein Problem damit, noch überholt zu werden von den Mavericks. Auf Platz 2 zu landen gegen die Thunder hätte ich Bock drauf. Auf Platz 3 zu landen gegen die Warriors zu spielen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Hatten wir uns ja schon mal angeguckt, aber wir gucken einfach mal. Power Rankings sollten wir auf jeden Fall nicht zu weit oben sein. Ja, sind wir überall auf 4. Letzten Monat 8-6-0 gegangen. Letzte 2 Wochen 2 zu 3. Okay, die Atlanta Hawks vor uns sind einfach mal die letzten 2 Wochen 1 zu 6, letzte Woche 0-3, aber Dritter hier im Power Ranking. Sehr wild, sehr wild. Oh, die Celtics haben jetzt schon ihre Conference gewonnen. Boah, okay. Die Celtics. Ja, echt ein bisschen weiter weg davon entfernt, ihre Conference zu gewinnen. Aber hier scheinbar echt gut. Ich überlege noch einfach noch ein Spiel zu machen. Wenn wir gerade schon mal dabei sind. Habe ich irgendwie noch Bock. Wird vielleicht eine etwas längere Folge wieder. Oh Mann, da scheint es direkt wieder nicht so gut zu laufen. Ey, Bro, wir gehen frühzeitig rein. Ich habe Bock zu zocken. Folge wird zwar ein bisschen Überlänge haben, aber naja. Müssen wir durch dann. Boah, schaut doch noch an Werder Bremen. Ich nehme mir gerade auf. Ich sehe gerade, Bremen ist jetzt in die Verlängerung gegangen gegen Leipzig. Sehr, sehr wild. DFB-Pokal, ich weiß nicht, ob es Leute von euch interessiert. Weiß auf jeden Fall, ein, zwei Bremen-Fans sind eigentlich immer dabei. Grüße gehen raus an der Stelle auf jeden Fall. Sehr wild, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Spurs. Kevin Durant verteidigt von DeMar DeRozan, aber KD außer Midrange. Ja, wir machen mit KD auch fast zu wenig. Solche Dinger sind bei dem eigentlich ja safe Punkte. John Wall mit dem Steal. Easy Bucket, John Wall. Let's go. Murray. DeRozan sollten wir aus der Midrange keinen freien geben. Let's go. DeRozan steht im Aus. Nehme ich mit. Spieler der Woche im Westen. Kevin Durant, 36 Punkte pro Spiel, 67% Field Goal. Okay, hatte ich nicht noch gerade kritisiert. Naja, ist ja gut. Nehme ich mit. Kevin Durant nimmt den 3. Ja, let's go. Kevin Durant trifft auch den. Hat aber auch erst wieder 12 Punkte, ja. Aber mit uns jetzt hier gerade drin geht er auf jeden Fall gut ab. Kevin Durant, let's go! Und der Steal wieder von John Wall. Und Transition über Jalen Johnson. Jawohl. Christian Wood kriegt denn da irgendwie nicht genug contestet? Jalen Johnson ist auf jeden Fall auch ein Midrange-Beast, aber der war ein bisschen sehr schwierig. Ich sollte jetzt auch nicht probieren, nur außer Isolation mal mit einem 1 gegen 1 zu scoren. Mugier. Okay, was so da? Let's go! Illegaler Block. Nehme ich mit. Auch oh, Montrezl Harrell, stimmt, der war hier bei den Spurs.
Jaden Hardy kriegt den Dreier, macht ihn nicht. War nicht optimal getimt von mir. Der Rosen aus der Midrange. Uah. Den kann er auch mal reinmachen. Glück gehabt. Jaden Hardy. Oh, ich dachte schon kurz, es gibt einen Offensivfoul. Weil das wollte Mo, glaube ich, haben. Let's go. Wir sind an der Freiwurflinie mit Hardy. Ist eigentlich immer easy Buckets. Ja, und Hardy zeigt, was ich meine. Und wir sind hier jetzt wieder dran auf einen Punkt. Let's go. Komm mal, wir simulieren ein bisschen. Mal gucken, ob wir das halten können. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend hier. Caruso jetzt auch mal drauf. Let's go. Mit der Second Unit spielen wir auch hier viel zu selten. Duncan Robinson auf Josh Richardson. Na, der macht den nicht, aber kriegt den nochmal wieder. Robinson. 4-3? Nee, aber zumindest 2 Punkte für Duncan Robinson. Wie gesagt, will ich eigentlich mehr eingebunden haben. Müssen wir natürlich jetzt dann auch mal hier ein bisschen vorleben. Caruso als Defender gegen Murray. Macht das schön. Macht das sehr stark. Caruso, genau das erwarten wir natürlich von ihm. Duncan Robinson, ah, noch gut contested. Aber es gibt den zweiten Versuch und diesmal habe ich irgendwie gar keinen Zugriff gehabt. Jalen Johnson bringt den Ball nach vorne. Christian Wood Handoff mit Jalen Johnson. Und schönes Finish von Jalen Johnson, der da sehr schön die Balance hält. Ja, gefällt mir hier Jalen Johnson. Und Kuse wieder. Oh, Caruso. Da habe ich ein bisschen Faxen gemacht. Jetzt aufpassen, dass es nicht den freien Dreier für Ogier gibt. Boah, zum Glück stand er da nicht gut. Ah, Christian Wood, come on. Keine gute Defense. Christian Wood eigentlich aus meiner Sicht sehr davon profitiert, jetzt hier viel auch auf der 4 zu spielen. Defensiv. Auf der 5 immer wieder anfällig gewesen. Let's go, Caruso mit dem Bucket. Schöne Bewegung abseits des Balls. Ich glaube, Robinson war es mit dem Assist. Wurde auf jeden Fall gerade gezeigt. Ich weiß warum. Oh, Robinson bisschen, mit ein bisschen sehr viel Glück kriegt er den Ball da. Aber nehme ich mit. Richardson mit dem Cut. Boah, den wollte ich eigentlich nur faken. Aber Richardson zieht das Foul dadurch. Richardson auf jeden Fall auch schon einer, der da hier mit am längsten dabei ist. Natürlich nicht vom Anfang an dabei war. Das sind, glaube ich, nur Christian Wood und John Wall. Aber Richardson war auf jeden Fall einer unserer ersten Trades. Ich hätte mir echt Bock, noch meine ersten Folgen nochmal anzugucken. Auf Nostalgiebasis. Könnte man auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Ach, und unsere Big Men pennen teilweise in der Defense. Mo Bamba, Christian Wood, muss ich mal so deutlich sagen. Ja, Screen nicht perfekt, aber der Screen von Christian Wood sehr gut. Oh, und Wall. Ein gefährliches Finish aus meiner Sicht da, aber Harrell struggelt da so ein bisschen. Vom Gefühl her war der easy zu bekommen. Sah zumindest jetzt nach einem ziemlich gefährlichen Finish aus. Moway, let's go. Gut verteidigt von John Wall und den Rebound hat er auch. Christian Wood zieht das Foul. Ja, come on. Das sieht doch ganz gut aus hier gerade. Machen sogar unsere Freiwürfe. 4 Punkte Führung. Hey, kann ja auch nicht sein, dass wir gegen die Spurs hier verlieren. Ich glaube, die sind kein gutes Team hier, um ehrlich zu sein. Nichts gegen die Spurs darf man natürlich auch nie unterschätzen. Aber wenn dein bester Spieler Montrezl Harrell ist das jetzt eigentlich nicht so krass. Obamba hat den Rebound. Schöner Cut. Oh, von Richardson, der verstopft sich. Holy shit. Ah, DeRozan, offen aus der Midrange. Ah, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Nicht mit DeRozan. Ganz sicher nicht mit DeRozan. Wahrscheinlich mit das beste Midrange-Game in der NBA. Mo Bamba.
Handoff für John Wall. Hat das Play, sind wir gerade schon mal gelaufen. Oh, wenn Christian Wood da abrollt, dann hat er ganz freie Bahn. Macht er aber leider nicht. Ich weiß nicht, warum DeRozan mal als Power Forward hier in 2K spielt. Ah, Mo Bamba noch mit guter Defense, aber den Rebound darf doch nie im Leben DeMar DeRozan bekommen. Come on, die sind so anders als unser Korb. Wir haben da richtige Struggle mit dem Rebound. Richardson mit dem Dreier trifft ihn nicht. Offensiv-Rebound. Okay, Mo Bamba wird komplett offen in der Zone gelassen. Verstehe ich nicht ganz, aber nehme ich mit. Will ich mich nicht beschweren. Ihr kennt das. Ah, Wall, ein bisschen zu sehr gegambelt. Wir simulieren noch mal kurz. Okay, 4 Punkte Führung weiterhin. Franz Wagner ist noch auf dem Feld. Das ist eigentlich schon mal ungewöhnlich. Aber nehme ich mit. Weil Franz Wagner, pure Scorer, gibt seine Punkte 3 und 4 heute. Ich weiß nicht, ist Kuz oder ist hier John Wall ausgefault? Ich meine, mit dem hatten wir ja gerade noch das Foul gemacht. Ich wüsste eigentlich nicht, dass er ausgefault war, aber ich kann mich natürlich auch irren. Wir können ja mal gucken. Ja, können wir hier auch nicht einwechseln. Das ist schon natürlich immer ein bisschen verräterisch. Frage ist, ob wir Franz Wagner oder Robinson aufstellen. Aber ich glaube, wir lassen jetzt gerade mal Wagner drin. Der hat es ja gerade direkt gut gemacht. Bester Spieler KD. Was hat er hier bisher gedroppt? 22 Punkte. Naja, Bro. Du hast einen Schnitt von 28. Da braucht noch ein bisschen was. Muss auf jeden Fall noch 2 Dreier fliegen lassen, aber 10 Rebounds auf jeden Fall auch sehr stabil. Oh, und hier hat er direkt mal den Ball. Okay, jetzt Richardson hier auf der 1 scheinbar und KD and 1. Okay, so braucht natürlich keinen Dreier. Let's go, KD so zelebrieren. Sieht man auch nicht allzu häufig. Okay, scheinbar jetzt, obwohl ich das jetzt in der Timeout nicht so gemacht habe, wurde jetzt nochmal komplett umgestellt. Franz Wagner wieder raus. Richardson auf die 1. Naja, weiß ich nicht, aber ist dann jetzt eben so. Und lassen wir einfach auch mal erstmal so. Richardson hat sich das ja auch verdient. Will ich auch gar nichts gegen sagen. Christian Woods. Boah, DeRozan ist eigentlich noch gute Separation am Ende. Aber reicht am Ende zum Glück. Kleiner Versprecher, Verbrecher. Reicht zum Glück am Ende nicht. Und Mo Bamba in der Transition auf der anderen Seite. Ja, die Transition, die können wir. Die können wir eigentlich. Ah, unnötiges Foul. Unnötige Fouls, die können wir auf jeden Fall auch. Da sind wir leider die Kings. Und nicht die Kings aus Sacramento. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade schon wieder erzähle. So, aber jetzt 11 Punkte Führung mittlerweile, krass. Ja, come on. Wir simulieren das bis zum Ende einfach. Ich foul hier nur noch unnötig. Am Ende guter Sieg. Ey, sah zwischendurch im Spiel echt nicht gut aus, aber das Reingehen hat auf jeden Fall gut geholfen. KD am Ende doch noch seinen Schnitt überboten. 29 Punkte, 11 Rebounds und sehr stark. Hardy 19 Punkte. Christian Wood 18, Richardson 11. Jalen Johnson nur 9. Ah, der will ja eigentlich Sixth Man of the Year werden. Damit wird es ein bisschen schwierig. Aber am Ende auf jeden Fall noch den Sieg geholt. Und ja. Das Ziel ist es jetzt auf jeden Fall ein bisschen heiß zu laufen. Durant wurde für die gute Leistung mit der Wahl zum Western Conference Playoffs belohnt. Also KD liefert ab. Zeigt es den Hater, kann man hier sagen. Saison Awards, nee, was wollte ich gucken? Award-Kandidaten, wie sieht's da aus? Nichts Neues scheinbar. Hardy auf 4 bei Rookie of the Year. Jane Johnson nur noch auf 5. Bei Six Man war zwischendurch mal auf 4 auf jeden Fall. Aber ja, hat natürlich auch ein bisschen Probleme. Auch interessante Sachen, die da oben rechts bei ihm als beste Sachen stehen. Aber er hat nur 2 Plaketten. What? Warum hat er nur 2 Plaketten? Was haben die alle bei uns nur so weniger? So, KD hat 39. Christian Wood hat 7. Also allein der Sprung schon. Mo Bamba hat noch 12. John Wall hat 30. Let's go. Hardy hat 5 nur. Robinson 11. Warte, haben wir gerade eigentlich das Spielermentoring? Ja, eigentlich schon. Ja, puh, also das scheint aber irgendwie nicht so gut zu laufen gerade. Wir haben das Spieler-Mentoring. Können auch Duncan Robinson einen Mentor geben. Aber ich meine, der ist halt auch schon 29, da macht das Leute auch nicht mehr so viel. Boah, Mo Bamba ist schon auch schon 25 hier, shit.
Ja, keine Ahnung. Eigentlich haben wir es, aber irgendwie die Plaketten fand ich, sagen jetzt gerade noch ein bisschen mau aus. Ist ja auch wurscht. Ich würde sagen, das war's für die Runde. Nächste Woche geht's für uns dann. Also nächste Woche, was ist? Montag, nicht Montag. Ich bin auch gerade ein bisschen lost. Also die Folge, die ihr gerade guckt, kommt am Samstag. Das heißt, morgen kommt noch eine Folge. In der Folge geht's auf jeden Fall gegen das beste Team der NBA. Ich bin sehr gespannt. Die Celtics hier gerade auf jeden Fall sehr on fire. Danach noch 3 Spiele bis zum Playoffs. Ich habe sehr, sehr Bock auf die Playoffs. Ich glaube, da ist richtig was drin für uns. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.